Recht herzlich willkommen zur 60. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir waren letztes Mal unterwegs, haben die Sympathie ein bisschen gesteigert hier mit Vlad. Ne, Vlado heißt ja gar nicht. Gobin und sind jetzt bei 65% gewesen. Müssen jetzt ein bisschen Handel noch treiben, dass wir wieder an Kohle kommen und dann weiterschauen. Truppen hatten wir in Sofia noch ausgehoben, die fertig werden müssen mit der Zeit, damit wir da nicht wieder diesen Fehler machen, den wir letztes Mal haben, da blöderweise nicht daneben geklickt, sondern draufgeklickt auf die Stadt. War natürlich schlecht. Da kann man dann keinen Preis mit gewinnen. So, jetzt müssen wir hier gucken. Die Preise sind natürlich alle schlecht. Hier können wir noch billiger kaufen. Fisch ist ein bisschen teurer. 55 bringt uns alles nichts. Haben wir auch 480. Hier, aber wenn wir das, oh, jetzt habe ich da Rechtsklick gemacht anstatt Linksklick. Wenn wir das rüberziehen, dann geht es auch gleich runter. Das lohnt sich also gar nicht. Wir können hier gar nichts vernünftig machen, glaube. Wagen ist auch voll, das heißt, die Reise geht weiter. Und zwar Mit Freude. fliegen wir nach Bursa rüber. Fliegender Teppich da auf dem Balkan, ne? Balkan auch nicht. Bosporus. So. Ja, Bursa. Rechtsklick wäre richtig gewesen, ist jetzt auch egal. Hier könnten wir das kaufen, aber wir haben ja nichts auf dem Wagen, also geht das nicht. Hier können wir was loswerden. 34, oh, können wir alles loswerden, super. Hier, das lohnt nicht wirklich. Haben wir jetzt doch einen verkauft. Lohnt nicht, Fisch geht. 100. 65 davon weg, super. Hier würden noch ein paar Früchte gehen. Ja, komm, lass die zwei gerade noch loswerden. Hier geht auch was beim Tuch. 80, 94, 80, lass es 80 sein. Bei der Wolle geht das auch. 35. Ja, hier das lohnt nicht wahrscheinlich, ne, oder? Nein, nicht wirklich. Ja, die zwei gehen aber weg. Und hier Kohle geht ein bisschen. Ja, lass mal so machen. Das ist aber schon ein hoher Preis, glaube ich, oder? Ja, das bringt also nichts. Was können wir kaufen? Hier können wir was kaufen. Ja, 144 ist der Preis niedrig. Kommen wir 14 ein. Und hier bei Hemden, dann geht es gleich hoch. Brauchen wir also auch nicht machen. Hier können wir noch was zukaufen, denke ich. Da geht der Preis hoch, also 50 Stück dazu. Beim Fell brauchen wir nicht anfangen. Das haben wir verkauft, dieses hier. Weiß ich nicht, ob der Preis hoch ist, aber hier unten geht bei 630 was, ne? Cool. Okay. Eine halbe Million haben wir gerade zusammen. Fahren wir jetzt mehr rüber. Gucken, wie es da steht. Und was können wir hier verkaufen? Oh, das ist ein super Preis jetzt. 1050. Haben wir richtig Asche gemacht mit. Ah, das lohnt nicht wahrscheinlich, oder? Und doch geht was. Ja, lass uns die Felle verkaufen, oder? Obwohl, da gibt es bestimmt irgendwo mehr für. Hier geht auf jeden Fall was. Aber auch nicht so berauschend, ne? Mach 120. Der Fisch geht komplett wohl weg, oder? Ja, Früchte sind identisch. Tuch geht auch relativ viel weg. 92, genauso wie die Keramik, da geht alles. Und Wolle geht auch was. Alles sogar. Lohnt nicht, hier geht was. Da ist er irgendwo, der Preis. 136. Was können wir einkaufen? Hier können wir was einkaufen. Und zwar, da ist der Preis. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz auf dem Wagen. Das haben wir verkauft. Früchte können wir noch mitnehmen, ne? Da ist der Wagen wieder voll. Und wir haben 550.000. Das ist doch gut, oder? Können wir hier was machen? Ne, da fahren wir nicht hin. Fahren wir mal hier hin Mit und gucken, was Freude. da los ist. Das ist die Ruine, da ist nichts für uns los. So, Felle geht was. Ja.
Komm, fünf Stück weg. Nicht. Da. Da kommen die 12 weg. Hier geht noch mehr. Fünf Stück. Hier geht, ja, nicht lohnenswert. Und da geht wahrscheinlich genauso wenig, ne? Ja. Gut, dann sind wir hier auf der Durchreise. Fahren wir einen weiter. Gucken wir, was in Konstantinopel geht. Aber das war auch nichts, glaube. Nicht wirklich, ne? Hier würde vielleicht ein bisschen gehen. Das geht Aber nicht. machen wir nicht. Fahr weiter. Lohnt nicht. Jetzt gehen wir nach Uber-Gipreswarf. Ja, die haben keine Fälle. Neun Stück für den Preis. Lohnt nicht. Können wir nicht. Ups, geht was? Stopp. Da ist er, 16. Hier haben wir auch was. Tuch. 30. Hier geht auf jeden Fall was. Ja, komm, bis 100. Kriegen wir nicht gerade hin, ne? Lass 106, auch gut. 48, das lohnt nicht. Zukaufen können wir hier was. Sonst noch was? Hier können wir noch was zukaufen. Alles. Und Wagen voll, oder? Ja. Gut, dann nach Konstanta. Schon Ja, fliegen unterwegs. wir einmal den hohen Bogen oben lang, ne? Oder fahren wir nicht. Fliegen ist ja nicht angesagt, ne? Gehen wir über den Norden. Gut. 200 der Preis hier. Ist ein netter Preis. 9 Stück. Hier geht auch ein bisschen. 7. Hier Früchte, Obst. 28. Da geht auf jeden Fall was. 16. 3, 9. Hier geht was. Na, okay, der ist gleich weg. 4 Stück. Da gehen 16. Mit geht gar nichts. Gut, dann da oben hin nach Nicht Tschernowitz. heute. Gut, mit Freude. Da kommen wir los. Milos. Okay, ist er das? Nee, das ist Milos. Das war gar nicht Milos. Das ist schon ein Händler vor uns da. Das ist schlecht bestimmt, ne? Der versaut uns die Preise. Das geht nicht. Das geht nicht, genau. Wenn man daneben klippt, geht das nicht. Brot, 25. Oh, wir können sogar kaufen. Nee, das lohnt nicht. Da geht auch nicht viel, ne? 4. Salz können wir kaufen, aber der Preis geht so putz hoch. Also auch nicht. Hier geht was runter beim Honig. Und Früchte geht auch. Na. Top, 70 Stück weg. Da können wir gleich noch kaufen. Hier geht noch was weg. Alles. Hier geht auch noch was. 112 und da geht auch ein bisschen. Ein bisschen ist alles. Hier kaufen wir noch. Ah, da geht der hoch, der Preis. Ne? Dann brauchen wir da auch nichts kaufen. Dann sind wir mit dem Salz auch beschäftigt, aber nö. Preis geht hoch. Bier lohnt, glaub nicht. Brot ist auch zu teuer. Ja, dann leider mal gerade nach Katowice. Ne? Ja, nee, ein bisschen Sehr nach. Krakau war da, Katowice gibt's gar nicht. Falsch, Krakau war das. Ist ja da auch um die Ecke bei Krakau eigentlich. In der Wirklichkeit, ne? Zu teuer, lohnt nicht. Werden uns wahrscheinlich. Ne, das lohnte auch nicht. Hier geht was, auch nicht viel.
Hier geht, oh, geht noch nicht mal was. Einer und der Preis rutscht runter. Brauchen wir nicht. Da könnten wir was kaufen. Und da geht nichts. Das bedeutet, nö. Kannst du auch knicken. Sind wir falsch hier, ne? Auf Deutsch gesagt. Mit Freude. Und dann nach Krakau. ...648, wir könnten eigentlich schon da unten hin, ne? 120, nee. Da wird was gehen. 30 davon weg, das lohnt nicht. Der fällt gleich runter, ne? Ja, können wir auch gleich 0 lassen. Das lohnt auch nicht. So, kaufen wäre höchstens die Keramik, aber die steigt auch relativ schnell. Zweier gehen da. Ja, und sonst, das produzieren sie hier nicht, oder würden das zwar produzieren, aber lohnt nicht. Das war's dann hier in Krakau auch. Dann mal nach Craiova. Wir sind bei 655, wir können da unten wieder 500 investieren. Solange der Wagen noch einigermaßen voll ist mit dem Geld und wir haben 600, dann können wir das machen. Und er läuft da lang. Budapest hätten wir auch mal vorbeifahren können, oder? Aber wohl, die haben so viele Ware, da hätten wir auch keinen guten Preis gekriegt, ne? Okay. Gucken mal. Ja, der Preis ist noch nicht mal, glaube ich, oben. Aber lohnt nicht. 128 fällt runter. Komm, den einen machen wir weg. Hier geht mehr. 24, ja, geht auch nicht, ne? Aber 3 erkriegen sie, damit sie was zu essen haben, ne? Ja, hier sind wir mit einem schlechten Preis unterwegs und die haben einen guten, ne? Das brauchen wir nicht. Hier geht auch nichts. Hier können wir zukaufen. Passt. Und hier unten geht auch noch was dann. ...18 Stück dabei. Gut. Lohnt nicht. Ja, der Rest ist... ...nicht von Bedeutung. Pančevo. Nächstes Ziel. 627 haben wir. Einmal rein. Oh, das ist günstig. Ja, 5 Stück nehmen wir mit. Ja, nee, lohnt nicht. Da geht was. Alles sogar. Fisch ist zu teuer. Das lohnt nicht. Ja, das wird gleich fallen. Gehen wir auf 3 Stück runter da. 180. Ich glaube, der Preis geht dann hoch, oder? Oh, nee, noch nicht mal. Wir kriegen ein bisschen was. 6 Stück. Da können wir was verkaufen, die 2. 80, 52 lohnt also nicht. Haben wir gemacht. Fisch mit 60, ja. Es gibt welche, die geben da 100 für, ne? Lass uns das machen. Ab nach Sofia. Was macht die Dingens? Ich glaube, wir sind schon alle fertig, ne, oder? Ja, wunderbar. Gut, dann müssen wir aber hier wieder drauf. Obwohl, wir könnten die schon mal da einschicken, ne? Milos ist da, oder? Ja, Milos. Gut, das geht weg. Guter Preis. Das lohnt nicht. Lohnt nicht, lohnt nicht. Hier können wir gleich überlegen, noch Zug zu kaufen. Lohnt nicht, lohnt nicht. Lohnt alles nicht. Ja, da können wir zukaufen. Und dann ist der Wagen voll. Gut, auch gut. Dann fahren wir nach Ala. Ja, 150 immer plus. Wir könnten jetzt mal gucken, dass wir da gleich... So gut wie da. Nein, nicht so gut wie da. Wer ist das? Wir reiten los.
Pferdebogner. Ey, nicht die da holen. Oh, schon wieder passiert. Ey, nicht. Wieso sind die so aggressiv? Auf, auf! Gibt's doch gar nicht, oder? So, zack, ihr noch so viel zurück. Ihr habt zu viel Scheiße gebaut. Ah, Mann, ey. Aber da ganz schön viele Truppen, sehe ich gerade, ne? So, mal nebenbei, ne? Auf, auf! Die müssen sich jetzt erst alle erholen wieder. Da haben wir wieder Mist gebaut, auf Deutsch gesagt. Wieso können die da nicht einfach in der Nähe gehen und alles ist gut, ey? Aber ich muss in die Nähe, weil sonst klappt das nicht, ne? Ist das Milos? Ja. Geht, glaub, hoch. Ach, wir sind voll erstmal, okay. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Lohnt. Acht Stück weg. Hier geht was. 35 lohnt nicht. Lohnt. Aber auch nicht viele, die da sich lohnen. 8 lohnt nicht. Wo lohnt es zum Kaufen? Hier. Aber geht auch schon gleich hoch. Brauchen wir also auch nicht machen. Fische lohnt nicht. Hier kann man was kaufen. Ne, lohnt nicht. Dann hätten wir hier noch Bier für 140. Geht aber auch sofort hoch. Also Ala abgehakt. Einmal nach Athen oder Thessaloniki. Eins von beiden. Wir können auch beides machen. Ja, doof gelaufen gerade wieder, ne? guck mal, nicht mehr ganz viel Fleisch, ne? Für einen guten Preis. Oder ist das teuer? Ne, es wird teuer sein. 119 geht aber sofort runter. Naja, dann vergesst das mal. Hier, da geht was. Können wir alles verkaufen. Der Fisch. Ja, der Preis geht leer runter, oder? Ja, kommen drei weg. Hier geht was. Das wollen die alles haben. Super. Und das können wir kaufen. Da geht was. Super. Ja, 50 machen wir drei weg. Das ist ein bisschen niedrig, ne, oder? 60. Passt. Und wo war noch? Hier 180 ist identisch. Geht ein bisschen einkaufen, ja. ...176 reichlich gekauft für den Preis. Gut, Fisch ist so teuer. Salz geht hoch, ne? Lohnt auch nicht. Ich glaube, 140 ist niedrig. Lohnt nicht. 140 ist niedrig hier. Ne, ich weiß nicht, wie der Bierpreis ist. Lassen wir. Gut, dann nochmal nach Mystras. Und wir haben gleich 700.000. Und lohnt nicht. Kann man noch was kaufen? Da lohnt's. Geht alles. Da geht nicht alles. Da geht ein bisschen. Ach komm, lohnt nicht. Okay, kaufen. Der Honig. 12 Einheiten Salz. 10 Einheiten. Das lohnt nicht. Geht hier noch was? Passt. War's das da? Gut. Dann gehen wir da hin und jetzt müssen wir das nochmal probieren. Ne? Wie viel sind die? Wir nehmen nur den und schieben den mal hier in die Nähe. Genau, schleichen, das ist ein guter Ansatz, schleichen. Oh, jetzt sind die da unterwegs schon angegriffen worden, oder was? Der Weg ist das Ziel. So.
Da sind wir aber zu weit für weg, oder was? Gut, da sind wir reingekommen. Müssen wir jetzt leider in Kauf nehmen, ein Angebot unterbreiten. Genau, ist schon abgesackt. Wir bieten dir 600.000. Wir können auch... lass uns 600.000 machen. Okay, und wir wollen dafür Sympathie, Ware statt Bündnis. So. Aber ich glaube noch nicht. Ich glaube, da machen wir nochmal Sympathie raus. Und dann müssen wir noch 75, gut. So soll es sein. Der ist noch sehr feindlich, ne? Ja. Kriegen wir das irgendwie hin? Nein. Kann man das ziehen? Nein. Tja. Ihr habt mir etwas anzubieten. Sind das 10.000, ne? Dann machen wir mal 100.000 raus. Okay, und dann machen wir hier mal Sympathie, nicht? Ware auch nicht, Stadt, nein, Bündnis, Neutralität. Mal gucken, wie verärgert er ist. Oh, hey, erledigt. Gut, dann hören wir uns auch mal an, was die da zu sagen haben, ne? Habt den Frieden gebracht, mein Sohn. Doch unter all den Kostbarkeiten, die er euch verheißen mag, vergesst eure Brüder in der Ferne nicht. Nach langer Dürre plagt der Hunger die Rechtgläubigen in Jerusalem. Bitte, lindert ihre Not. Die Reise durch das Land der Seldschuken mag gefahrvoll sein, doch der Lohn im Himmelsreich ist euch gewiss. Naja, okay. Also, Jerusalem liegt von weit südöstlich von Konstantinopel. Eine Hungersnot tritt immer dann auf, wenn eine Stadt über einige Wochen zu wenig Nahrungsmittel für ihre Bürger vorrätig hat. Und Nahrungsmittel soll in absteigender Bedeutung Getreide, Früchte, Fisch, Backwaren und Fleisch. Getreide, Früchte, Fisch, Backwaren und Fleisch. In absteigender Bedeutung. Das heißt, Getreide hat die höchste Bedeutung. Dann Früchte, dann Fisch, dann Backwaren, dann Fleisch. Okay, Getreide will jeder essen. Gut, haben wir das, würde ich sagen, ne? Neutralität, und der ist reingegangen, habt ihr gesehen, ne? Die schleichen wieder nach Hause, und ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!